herzlich willkommen, Personal Trainer Andreas Thienbacher aus Karlsruhe, heute mit Ramona zum Thema funktionalem Krafttraining. Auf was sollte man achten bei der Bewegungsausführung von verschiedenen Krafttrainingsübungen? Heute sind wir wieder im Venice Beach Fitness Club in Karlsruhe in der Rückenburger Straße, dem Fitnessclub, die Nummer 1 in Karlsruhe zum Thema Fitness und Fun. Ramona zeigt uns gleich die Übung Dips. Auch hier bei den Übungen Dips ist es so, dass natürlich nicht jeder, der funktionales Krafttraining ausführt, beziehungsweise der Anfänger oder auch der leicht Fortgeschrittene, es schafft, mit körpereigenem Gewicht die Dips auszuführen. Auch hier hilft so eine Maschine. Das ist die gleiche Maschine wie bei den Klimmzügen. Hier hat man natürlich unten nochmal eine Unterstützung durch eine zusätzliche Gewichtsunterstützung, die einem hilft, diese Übung richtig auszuführen. Ramona, kannst du mal loslegen? So, drauf achten. Erstmal in die Grundposition gehen, dann kannst du loslegen. Langsam nach unten bis zur Waagerechte vom Oberarm und jetzt hier nach oben in die Kontraktion. Da darf man fast in die Maximalstreckung gehen. Wenn natürlich mit extrem schweren Lasten trainiert wird, im Maximalkrafttraining oder halt auch eben in diesem Bereich Hardcore Bodybuilding mit großen Gewichten, da geht man in die Streckung, in die völlige Streckung. Hier geht man kurz bevor die Maximalstreckung erreicht wurde, hält man an. Wichtig ist auch wieder, dass hier die Ellbogen die richtige Position haben, dass man die Ellbogen nicht zu stark nach außen dreht, nicht zu stark nach innen dreht. Ellbogen vom Winkel oberhalb des Handgelenkes, fast ganz nach oben, wieder nach unten bis zur Waagerechte vom Oberarm und wieder nach oben zur Streckung. Jetzt übertreibt man das Ganze mal. Ramona, lass dich mal viel weiter runter wie die Waagerechte vom Oberarm. Man sieht so, und das ist natürlich eine, sieht ihr, was passiert? Brustwirbelsäule bzw. Schulterdach kippt nach vorne und somit hat man eigentlich extrem Stress auf dem Schultergelenk. Das macht keinen Sinn, wird aber oft ausgeführt, somit ein No-Go im Bereich Dips. Frei oder an der Maschine ist egal. Bitte nicht nochmal, Ramona, nach unten gehen und jetzt unterhalb der Waagerechte noch ein Stückchen tiefer, dass man sieht, so, das ist absolutes Gift für Schultergelenk. Und das kann auf Dauer natürlich zu extremen Schultergelenksproblemen führen, sodass die Dips nicht mehr ausgeführt werden können. Jetzt wieder nach oben, zeig's mal, wie es richtig geht. So, langsam runter bis zur Waagerechten vom Oberarm, nach oben und zur Streckung. Brustwirbelsäule bleibt angehoben. Somit haben wir natürlich auch eher eine Last auf dem Trizep. Schulter ist sowieso mit dabei. Jetzt machen wir das Ganze mal als nächstes, indem du dich nach vorne beugst. So, und dann gibt es natürlich noch eine zweite Variante im Bereich Dips. Das ist natürlich die Variante, wo die Last mehr auf die Brustmuskulatur zieht. Das ist die hier, indem man sich nach vorne beugt. Aber jetzt auch wieder darauf achten, dass das Absenken nicht tiefer geht bis zur Waagerechte. Stopp, und wieder nach oben. Somit hat man natürlich etwas mehr Last im Bereich der Brustmuskulatur, weil jetzt natürlich die Brustmuskulatur auch gedehnt wird und danach auch kontrahiert. Somit ist auch eine Variante der Dips. Trizep wird auch mit trainiert, aber es wird auch eine Last auf die Brustmuskulatur ausgeführt. Das war's zum Thema Dips an der Maschine mit zusätzlicher Unterstützung. Für jeden Anfänger und leicht Fortgeschrittenen geeignet, daran zu üben, bis man dann auch die Dips im Freien ausführen kann.